Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Staffel hier bei Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Wir sind jetzt bei, ja, 201. Folge, plus dem Prolog natürlich. Und naja, wir stehen nach wie vor im Regen. Oje, oje, oje. Schlechter werden die Witze wohl auch nicht mehr. Ja gut, dann würde ich mal sagen, wir reisen mal nach... Ja, nach wo eigentlich? Zum Krähenfels oder nach Novigrad? Was wollen wir zuerst machen? Erst das Schwert oder erst die Rüstung? Das ist eine berechtigte Frage, glaube ich. Von daher würde ich fast behaupten, erst zum Krähenfels, weil die Rüstung mehr ist, mehr Teile hat, wie auch immer. Ach, keine Ahnung, weiß ich doch auch nicht. So, jetzt hier einmal querfeldein. Bis zur Drachenfestung und dann können wir da eben rüberreisen. Ist ja gar kein Problem. Fakt ist, ich hoffe, wir kommen mit den 12k Gold aus. Sollten wir aber eigentlich schaffen. Und ich bin mal echt gespannt, was es hinterher bringt, das komplette Set der meisterlich gefertigten Katzenrüstung zu haben. Was? Wo gehen wir jetzt eigentlich hin hier? Was soll das? Können wir das einmal verraten? Wir sind bestimmt schon dran vorbeigelaufen. Aber sowas von. Oh je, oh je. Ja, weißt du was? Das bisschen da, das kann ich auch wohl reiten. So, da ist Blitze. Komm her. Los, los. Los, los. Ja, los. Dann reite doch auch. Warum kannst du nicht galoppieren? War es schwer, das Untier zu erschlagen? Oh je, oh je, oh je. Na, was das wohl gibt hier. So, dann gleich sind wir aus der Stadt raus. Dann sollten wir auch wieder etwas schneller unterwegs sein dürfen. Das tun wir aber nicht. Das heißt, wir besteigen Plätze nochmal neu. Vielleicht fixt es das Problem. Okay. Warum jetzt? Da bin ich ja zu Fuß schneller. Oh je, oh je, oh je. Hätten wir mal lieber doch die Schnellreise genommen. Naja, was soll's. Da vorne ist doch schon der Krähenfels. Ich sehe ihn doch von hier aus schon. Ach ja. Na, immerhin sind wir dann wieder frisch geduscht, nachdem wir hier durch den Regen gelaufen sind. Soll ja ab und zu auch mal gut tun, habe ich gehört. Weiß nicht, ob das stimmt. Bin ja Gamer. Ah, je, je, je. Ja gut, Leute. Also ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Aber ich habe mal drüber nachgedacht, ob ich statt zwei Folgen am Tag rauszuhauen, eine Folge am Tag raushaue und das Ganze dann bearbeite. Sprich, mehr Action reinpacken. Das heißt, wirklich nur die Stellen nehmen, an denen auch was passiert. Also sowas wie jetzt zum Beispiel rausschneiden. Ist dann natürlich im Prinzip kein Let's Play mehr, sondern eine Montage. Und ja, ich weiß nicht. Also natürlich hat es seinen Charme, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit erzähle und so weiter und so fort. Aber manchmal gibt es halt auch Passagen, wo ich einfach nur farmen will oder wo ich irgendwo hinreiten muss, wo ich dann vielleicht gerade nicht so wirklich viel erzählen kann. Also wie zum Beispiel jetzt, das ist ja auch mehr oder weniger. Ja, es ist eigentlich alles improvisiert, was ihr hier seht. Ne? Es gibt kein Skript für dieses Let's Play. Andere Leute tun das, ich mache das nicht, weil ich auch so ein bisschen aufs Let's Play an sich eingehen, also auf das Spiel an sich eingehen möchte. Und bevor ich jetzt mit dem Typen spreche, rede ich eben noch zu Ende. Und
Ja, ich weiß nicht. Andere Leute machen das vielleicht. Ich weiß nicht, wie das bei euch ankommt. Oder ob ihr wirklich die volle Dröhnung haben wollt und dafür dann lieber zwei Folgen pro Tag. Das kann ich nicht sagen. Ich sitze nicht in euren Körpern, ich sitze nicht in euren Köpfen, wie ihr das gerne sehen wollt. Aber ich möchte es anbieten und dass man hinterher nicht sagen kann, ja, du hast ja nie gesagt, dass man das so machen kann. Ne? Also, wie gesagt, ich biete das euch an. Ihr könnt ja mal darüber in den Kommentaren abstimmen und wir basteln uns jetzt unsere Rüstung zusammen. Hoffentlich. Geralt, hallo, wie findest du die Rüstung? Willst Warte. Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Ja, das ist ja schön und gut. Aber wir können ihm bestimmt was verkaufen. Hier, komm mal her. Komm mal an eine Seite hier bei mich bei. Kriegst du hier so ein paar Stiefel, die kriegst du verkauft. Und hier, dann habe ich hier noch so eine ganz gute Rüstung des Krieger Freyas. Ist wunderbare Ware. Eine salmianische Brigantine. Ganz erstklassig. Was haben wir da noch? Scheuklappen für Rennpferde, die schlechter sind als die serikanischen, die ich eh schon habe. So, und da unten, das sind alles nur Sachen, die ich eigentlich nicht verkaufen will. Also, auf Wiedersehen. Ich bestelle. Wir haben noch nicht gegen den Wind gespielt. Hier, komm. Nämlich, Ich will der unbedingt Daniel, gegen der hat mir jemanden gestern im nämlich auch Boot nochmal eine spielen. private Das Nachricht wird nicht geschickt und gut. gesagt, jedes Mal, wenn ich gegen jemanden spiele, der um Geld Gewinn spielt, dann bekomme ich nochmal eine extra Karte dazu. Und das wusste ich bis jetzt gar nicht. Das habe ich noch nie so realisiert. Und daher zwei. Ja. Ja gut, das gute Wetter hätte jetzt nicht sein müssen, aber nun gut. Denn der Gegner fängt an und legt erstmal stark vor mit einem Punkt. Da geben wir ihm doch direkt 0 Punkte dabei. Ziehen aber nochmal zwei weitere Karten. Mein Gegner passt. Boah, das ist natürlich jetzt, ne, immer so eine Sache. Also ich würde jetzt sagen, wir spielen ihn hier. Ziehen nochmal zwei weitere Karten. Spielen Ette und passen dann. Haben die Runde gewonnen, bekommen nochmal eine Karte obendrauf. Und da bin ich mal echt gespannt. Nochmal ein Horn. Die bringen mir gar nichts. Ich meine, ich habe einmal die blauen Streifen. Ja, wobei, doch, vielleicht schon. Also die blauen Streifen hätte ich ja. Und die komische Fernkämpferin und natürlich die Belagerungstante, die ich mit der ich jetzt meinen Katapult wiederbeleben kann, was ich auch gleich tun werde. Ich würde mal sagen, wir spielen erstmal Geralt. Ich meine, das ist ein Legendary, der kann nicht verbrannt werden, der kann nichts ausgesetzt werden. Alles kein Problem. Jetzt zieht er da ein paar Scharmützel aus dem Ärmel. Insgesamt 9 Punkte, kommt nicht mal ansatzweise an das ran, was ich mit einer Karte schaffe. Ja, wir spielen jetzt einfach von oben runter, würde ich sagen, ne? Babidi-babidi-ba. Okay, der gibt den anderen Leuten auch noch Kraft auf seiner Lane. Sind wir bei 35, sind 42. Ja, an die 50 kommen wir wohl. Das Problem ist, dass wir hier in dem Bereich echt aufpassen müssen. Ich würde mal sagen, wir beleben unser Katapult wieder. Sind bei 48. Ja, das war mir klar, dass sowas kommen wird. Aber wir lassen uns davon erstmal nicht beeindrucken. Wir haben ja noch hier Ette. Aber den möchte ich mir eigentlich bis zum Schluss aufbewahren. Weil ich nicht weiß, ob da vielleicht, ne? Was macht er nochmal? Ach so, ja, hier, komm, gönn dir. Dann können wir tatsächlich auf alle drei Lanes ein Horn legen. So, der hat natürlich eine starke mittlere Schiene, die er da fährt. Wir legen natürlich hier unseren blauen Streifentypen in die Mitte. Was kann er? Ach so, ja, gut, das hat dir jetzt mehr geschadet als mir, aber hey,
Whatever. Mein Gegner passt. Ja, komm, dann machen wir das jetzt mal so. Und so. Und so. Und so. Und dann ist nochmal schönes Wetter und wir haben gewonnen mit 84 Punkten. Wunderbar. So muss das nämlich. Habe ich gehört. Weiß nicht, ob das stimmt. Aber ich denke, das ist recht deutlich, der Sieg. Was haben wir bekommen? 20 Kronen und der Hafka-Heiler. Also man bekommt tatsächlich doch eine Karte. Ja, ich brauche eine Rüstung und dann spielen wir auch noch Gewinn, meine Liebe. So, wir möchten aber erstmal hier nicht die Armbrustbolzen, Handschuhe, doch die möchten wir. Und zwar verbesserte Katzenhandschuhe, dafür fehlt uns Katzenhandschuhe. Aber wahrscheinlich, weil wir schon die verbesserten haben, deswegen wollen wir ja auch die überlegenen Katzenhandschuhe. Haha! Wuhu! Okay, Handwerkszutaten brauchen wir nicht. Dann brauchen wir noch die verbesserte Katzenhose, können wir nicht, weil wir die schon haben. Dann die überlegene Katzenhose. Oberkörper, da brauchen wir auf jeden Fall die verbesserte. Zuerst verbesserte Katzenrüstung, da haben wir sie. Und dann noch die überlegene hinterher. Da fehlt uns aber Monsterhaar. Jetzt sag nicht, die hat kein Monsterhaar, dass wir uns die Dingens nicht zusammenbasteln können. Das wäre ja richtig bitter. Jetzt müssen wir einmal mal gucken hier. Boah, Leute, das gibt es nicht. Die Olle hat kein Monsterhaar. Hier habt ihr Drakonidenleder. Nee, da kannst du ja nichts mit anfangen. Och nö. Nee, das finde ich jetzt aber nicht gut. Das finde ich gar nicht gut. Ja, gut, kann man nichts machen, ne? So, falscher Handwerker, ja, das ist mir klar. Aber darunter waren doch noch die Stiefel, oder nicht? Ja, da, Stiefel. Katzenstiefel haben wir schon, verbesserte Katzenstiefel. Und überlegene Katzenstiefel, dafür fehlt uns gehärtetes Leder. Da sollten wir aber drankommen können, hoffe ich. Wir werden es sehen. Aber da vorne sehe ich schon drei gehärtete Leder. Davon kaufen wir uns natürlich zwei direkt auf. Gehen zum Handwerk. Ich sagte, gehen zum Handwerk. Hat geklappt. So. Einmal nach ganz unten. Überlegende Katzenstiefel. Hat auch geklappt. Wunderbar. Dann würde ich mal sagen, spielen wir Gwind und dann rüsten wir uns mal neu aus. Oder haben wir uns direkt schon neu ausgerüstet? Ach, ich weiß auch nicht. Natürlich hat sie Lust auf eine Partie Gwind. Was ist das denn für eine Frage? Gegen uns möchte man doch Gwind spielen. Ich beginne. Oje, oje. Auch das noch. Ja, gut. Das ist jetzt nicht so die Mega-Bombenhand, aber lassen wir das einfach mal so stehen. Ich hoffe, ich bekomme noch einen Spion dazu. Natürlich nicht. Natürlich den dämlichen Detmold hier. Ah, da kriege ich echt die Kretze kriege ich dabei. So, dann müssen wir mal gucken, dass wir die kaputt machen können irgendwie. Bei dem bleibt ja auch immer noch einer auf dem Spielbrett erhalten. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wir spielen mal erstmal auf Fernkampf, verdoppeln den Fernkampf und klatschen ihm Dingens rein. Natürlich kommt direkt der Nebel. Naja, ich bin mal gespannt, was das gibt. So, jetzt wird natürlich... Wieso versteckt ihr denn die Reihe? Was tut sie? Sie spielt alles, was man nicht spielen sollte. So, warte mal. Wir verstärken jetzt unsere Reihe hier
und klatschen ihm erstmal gleich. Aha. Ja, guck mal, da lohnt sich das doch auch schon, wenn wir ihm jetzt hier ihn reindrücken. 21 hat er. Boah, weißt du was? Du kannst mich mal gerne haben. Ich spiele einfach in der nächsten Runde irgendwas. Und dein Deck ist ja jetzt schon sowas von geschrumpft. Also dieses ganze Hin und Her, das ist ja alles Pielepalle. Bin mal gespannt, was er zieht. Beziehungsweise, Ja, natürlich kommt der strömende Regen. Weil ich hier noch ihn auf der Hand habe und natürlich die verdoppeln kann. War irgendwo klar, war irgendwo absolut verständlich. So, wir müssen natürlich jetzt uns die Sabrina wiederholen, damit wir das Maximum aus unserem Horn rausholen können mit den beiden hier noch. Was ist er denn? Zoom. Ein Draug. Ah, ich glaube, ich weiß, was das ist. Das war doch hier Ette, der auf den Schlachtfeldern im zweiten Teil, gegen den wir da kämpfen mussten. Ja, ich würde mal sagen, wir beenden an der Stelle. Unser Gegner hat überhaupt kein Kartenmanagement. Also zumindest kein gutes. So, und wir kriegen noch eine Karte dazu. Und es ist eine total useless Karte, weil wir keine Nahkampfeinheiten haben. Ja gut. Okay, lassen wir jetzt einfach mal so da stehen. Schönes Wetter. Ja, da kann ja nicht mehr viel kommen. Dann verteilen wir natürlich unsere Punkte auf verschiedene Runden. Der Detmold wird gegrillt. So, hier kommen. So, zack, 38. Und damit haben wir gewonnen. Wunderbar. War schon auf jeden Fall härter, als gegen den anderen Typen zu kämpfen. Und wir haben einen Greif erhalten. Oh, das finde ich gar nicht mal so uncool. Jetzt gucke ich mal gerade auf die Uhr. 17 Minuten sind vergangen. So. Ja, warte mal, haben wir überhaupt jetzt schon die frische Rüstung ausgerüstet? Bestimmt, oder? Ah, das sieht fast so aus. Warum haben wir eigentlich unser Schwert nicht reparieren lassen? Nochmal gleich? Weiß das jemand? Nee? Ach, machen wir bei dem Typ mit Novigrad. Da wollte ich ja nochmal schnell hin und gucken, ob wir uns das überlegene Katzenstahlschwert schmieden lassen können. So ist, glaube ich, der korrekte Terminus. Und wir müssen auch mal gucken, dass wir irgendwas von der Vipern-Rüstung finden, weil da haben wir eigentlich im Moment nur die beiden Schwerter und ansonsten überhaupt nichts. Und ja, so alle Rüstungssets zusammenbekommen, bevor ich das Spiel beende, wäre eigentlich schon ziemlich cool. So, wir zoomen einmal ein wenig raus und ja, ist eigentlich egal. Kommen wir reisen zum Ruhmestor. Wenn jetzt mit Ruhm und Ehren in Novigrad einziehen und uns dann schnell das Schwert schmieden lassen. Hoffe ich natürlich. Weiß nicht, ob wir das hinbekommen. Ach, wisst ihr was? Die 2 Minuten Überlänge, da seid ihr bestimmt nicht böse drum. Hoffe ich zumindest. Also zumindest ich bin nie so böse, wenn es jetzt nicht genau 20 Minuten sind. Ja, das hasse ich ja auch so an anderen Leuten. Keine speziellen Namen jetzt, es ist einfach eine allgemeine Sache, die mich stört. Leute, die ihre Let's Plays nicht abschließen. So, ich meine, natürlich, bei Montagen kann man das gut machen, bei solchen Let's Plays hier kann ich einfach auf Pause drücken und dann ist Pause. Beispiel Left 4 Dead letztens angezockt mit ein paar Leuten, die das auch schon ein bisschen länger machen.
Und die sich dann vehement dagegen gesträubt haben, so nach 20 Minuten einfach nur kurze Pause zu machen. So, nein, da muss jetzt so ein Schnitt gesetzt werden und dann ist Feierabend. Ich so, ja, ist aber nicht mein Stil. Ja, egal. Wir möchten etwas anfertigen. Ja, danke sehr. Danke. Stahlwaffe. So. Das Überlegene. Beziehungsweise das verbesserte Katzenstahlschwert haben wir ja schon. Überlegenes Katzenstahlschwert. Wunderbar, macht nochmal knapp 50 Schaden mehr. Und ich würde sagen, damit verabschiede ich mich aus der aktuellen Folge. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. So sehen wir im Moment aus. Mit zwei coolen neuen Schwertern. Nein, einem coolen neuen Schwert, aber verrate das keinem. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Ich habe ja ein paar Dinge angesprochen, die ihr mir kommentieren sollt. Also fleißig in die Kommentare hauen. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Episode. Macht's gut, bis dahin, haut rein.